An der Nouvelle steht ein Flottstory für Spionage, die an den 60er Jahren zurückfährt. Der Nouvelle, den sich auf die allererste Prototype von Range Rover bezieht, und noch zum Zweck von einer Tarnung unter dem Label einer ehens zu diesem Zweck gegründeten Briefkistenfirma Vela registriert gauf, an der Zeit bei Land Rover anonym am Test als Spion auf der Straße gelaufen, für die Konkurrenz auszutricksen. Schließlich sind Briten auch ihre Kraft am Erfinden an entwickeln Kant, an es waren noch sie, die den ersten Luxus-SUV derzeit nach Geländewohn genannt entwickelt haben. Am Test von mir ist Lomathüllen rollen wir mit dem Range Rover Vela Aerodynamik, 3 Liter Diesel mit 300 PS an der Top-Ausstattung HSE. Diese 4,80 Meter langen WLR soll das Glück zwischen dem 4,36 Meter langen Evoque an dem 4,85 Meter langen Spor füllen. Okay, das ist aber vielleicht 20 cm zu groß. Was hältst du davon, Gilles? Ich denke, die 20 cm steuern nicht. Dafür fällt umso mehr Flotte aus, extrem dynamisch und der wird 100% schon in der Zukunft die Luxusklasse füllen. Auf den ersten Blick gehen wir so, dass diese neue WLR von Range Rover nicht mehr vom Offroad-Terrain wissen will. Und dass ein Aerodynamic-Package mit einem flotten Per-Shock-Design und der am Kontrast mit schwarzer Farbe an integrierten Auspuffreier bestätigt. Ein 429 mit Allrad angetrieben, aber wie immer bei den Briten hilft noch beim WLR, wenn du mal abseits von der Straße geht, ein Dutzend Assistenzsysteme. Es ist nur Motto, die passende Modus fanden, und schon spät erregelt der WLR alles für eine Länge. Wobei ich nach der Meinung sehen, dass der Stil des Kia Range Rover mehr wichtig wäre wie Bullia Kriselsteng. Dafür kriegt der neue Vela einen genauso frischen wie futuristischen Design, den auch an der Luxusklasse mit viel beihalten kann. Den imposanten fichten Teil sind erlglärt Silhouette, ohne Ecken und Kanten, an sein Design mit engem Dach à la Coupé-Form, an sogar Klänchen, die sie wird dem Fuhren am Blech verstoppen, bringen ihm schon eine Unzählungskraft. Hallo, hier ran. Hey, das ist super gemacht. Das passt zum Design vom Auto, ich habe die Knöpfchen drücken. Kommen halt Griffe raus, revolutionär für Range Rover, ganz robust. Das passt zum ganzen Design vom Auto. Die andere Seite von seinem Design als der Vela allerdings auch nicht mehr wie viele andere. Ein Luxus-SUV mit einem Luxus-Lounge und mit einem Surround-Sound-System. Er bietet bei einer Länge von 4,80 Meter an einem Radstand von 2,87 Meter überdurchschnittlich viel Platz. Die Fischsitze sind bequem verschafft. An unserem Testauto mit feinem Leder, wobei die Seiten halt auch okay ist. An dem Motto, massieren, heizen, killen, sind sie 20-fach mit Memory verstellbar. Haben dran gesehen, dass mit der Platz auch gut ist, und sogar die Kappe haben dran, leidet nicht in der Schnittstelle vom Dach. Nach weiter haben dran an der Mall passen 670 Liter Ladevolumen ran, als sind die Hinnischsitze alle umgelöst, passen sogar auch noch bis zu 1730 Liter ran. Auch am neuen WLR. Blaze am Interieur frische Wand. Kannst du es dazu ein bisschen so, Carlo? Ja, Gilles, ich meine, du sollst auch schon an dem Wunder, du hast schon gesehen, dass den Mitteltunnel, also an der Mitte vom Auto, am Interieur zwei Ekranen werden sehen. Den einen Ekran, den ich schon bekannt als an einem Auto, und den zweiten Ekran drin, der ist ein spezieller Ekran, wo ich kann mein Programm erstellen für zu fahren. Und plus kann ich meine Klimatisation da erstellen, dass ich nachher ganz gut die kann erstellen, aber dafür hätte mein Auto nicht lang genug. Kann ich just so, also das wirklich an dem Top-Modell als extra wird, verschiedene andere Marken nicht tun, und aber ganz flott als vierte Chauffeur, den sich kann da immer orientieren. Ein kleiner nur den lasst wir dabei, wenn ich mich zu viel orientieren, ich will zu viel auf den Boden gucken. Wenn ich auf den Boden gucke, dann verlege ich schnell auf der Straße. Also da kann ich nur darüber diskutieren. Ich schloss schnell auf der Seite, mit allem Respekt dafür. Wie du, wieso noch etwas kleines auf den Volo? Was mir aufgefallen ist, ist einfach der Volo, den extrem modern und mit Touchscreeners, weil ich schon noch keinem Auto gesehen habe, was 100% schon an die Luxusklasse passt. Und auch extrem effizient ist einfach, weil ich nicht mehr muss in den Touchscreen gehen und tue den alles direkt um Volo. Auch zusammen mit dem digitalen Cockpit an der Sensortastatur im Volant wirkt der WLR schon viel mehr modern und noch ähnlich, dass wie verschiedene neue SUVs bleibt der WLR nicht handeln drin, mir spielt seine Fähigkeiten stärker für. Und das merkt ihr spätestens, wenn in allen Vormodus so spielt, an die sämtlichen WLR-Grafiken über den Ekran flimmern. Und mit dem richtigen Motto in dem Kapo ist der WLR auch ähnlich, dass wie langweilig. Zum Beispiel, wenn in der V6 Twin Turbo 3 Liter Diesel mit 300 PS wie bei unserem Testauto unter dem Kapo reinhört. An dem hat bis zu 700 Newtonmeter bei 1500 Umdrehungen an der Minute die bald 2 Tonnen schwere Brocke von Brit an einem leichten Spiel von 0 auf 100 km/h an 6,5 Sekunden, aber bei Vollgas mit seiner Erdgangautomatik mit Allrad gekoppelt, bis auf ein maximal Witness von 241 km/h herabdreift.
sprachen sich auch nicht, ob der Autobahn zu verstoppen. Das Motto, der frisch entwickelt gauf, an der Wähler auch die besten Wandschnittesten für Range Rover ist, reichen ihn zumindest im Prüfstand 6,4 Liter mit einem CO2-Ausstoß von 177 Gramm pro Kilometer. Am alltäglichen Fuhren lassen wir aber im Gären zwischen 9 und 10 Liter Sprit. Eigentlich bringt der Wähler mit seinem präzis verschaffenen Alu-Chassis, einem intelligenten Allrad und seiner Luftförderung, wenn der auch an Bord ist, die besten Fahrersetzungen mit, für auf der Straße einen guten und noch etwas so sportlichem Eindruck zu hinterlassen. Tatsächlich setzt der Wähler auch eindeutig auf Komfort und Männer auf eine stark sportliche Performance. Wobei ich aber kann sagen, es brauche ich keine Angst zu haben, für einmal mit ein bisschen mehr Courage an den Keir heranzufahren. Lass der Wähler ja auch probieren, ein SUV, mit mir und den anderen nicht am Terrain probiert. Das überlassen nicht, auf jeden Fall auch lieber denen, die der Patron vom Auto sind. Für mich ist der Wähler wie all die anderen SUV-Topmarken echter den Auto für auf der Boulevard. Für Wähler mit einer Top-Motorisierung und viel Kreuzchen auf der Optionslicht holt der Preis schon sehr bis auf 75.000 Euro hoch ab. Als der Wähler für Range Rover die 75.000 Euro wert? Ich gebe Josu und auf jeden Fall, das ist ein ganz top Modell, das ist ein flottes Auto. Ich meine, wenn ich bei Diana mache, gucke, gehe ich nach München, nach Ingolstadt oder ich gehe nach Göteborg oder ich gehe nach, wie ich noch vergesse, nach Stuttgart. Ich meine, wenn ich da nämlich will, weil ich heile habe, muss ich dann nämlich bezahlen, also da kriege ich auch kein Schnäppchen. Mit dem höchsten HGC an dem Air Dynamic Package an der Gamme von WLR, den dem WLR durch seine größeren Luftlöcher und Schwarzspiegeldeckeln ein Besenauftritt gibt, legt sich der Grundpreis zum Basismodell von 55.410 Euro ohne Probleme bis auf 90.000 Euro herabtreiben.